Hallo, Ladies und Gentlemen. Mein Name ist Sascha Kurt. Recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Investment Rockstars. Und heute geht es um das Thema aus der Vergangenheit lernen und in der Zukunft anwenden. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was ist in der letzten Woche an den Finanzmärkten passiert oder in den letzten Wochen und wie kann ich daraus lernen? Und wir schauen uns heute einfach mal die amerikanischen Finanzmärkte an, die Major Indices, den Dow Jones und den S&P 500, dementsprechend als Future, aber wir brauchen das Volumen, um euch zu erklären, was ich euch erklären möchte. Und zusätzlich schauen wir uns nochmal Crude Light Oil an, also Petroleum an. Was ist da passiert mit dem US-Rohöl? Warum ist das passiert? Warum sind wir auf die minus 40 gerutscht? Und die Thematik schauen wir uns auch im zweiten Teil an. Also von daher, darum geht es heute. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Wenn euch mein Video gefällt, dann gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Das wäre ganz, ganz lieb, damit tut ihr mir einen großen Gefallen. Ansonsten abonnieren vom Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und damit ihr immer direkt darüber Bescheid wisst, wenn ein neues Video rauskommt. Ja, und jetzt will ich nicht lange quatschen. Ich möchte direkt auf den Punkt kommen, um euch einfach mal aufzuklären, was passiert ist. Wir fangen jetzt erstmal mit den amerikanischen Major-Indizes an, mit dem Dow Jones und dem S&P 500 und zu gucken, was ist da passiert, warum ist das passiert und ist das eventuell ein Effekt? Da könnte eventuell sein, dass die Märkte gar nicht sich wiederholen können oder erholen werden. Das schauen wir uns an. Im zweiten Teil schauen wir uns mal Petroleum an. So, erstmal ganz, ganz wichtig: Wir werden uns auch die COT-Daten anschauen, um zu gucken, wie sind denn die Large Specs, das Smart Money, die großen Fische denn wirklich investiert? Was passiert da wirklich, um wirklich daraus auch Rückschlüsse zu nehmen? Also, schauen wir uns hier erstmal den S&P 500 an. Warum schaue ich mir den S&P 500 an? Weil der S&P 500 das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft ist, sage ich mal so. Man kann auch den Russell 2000 nehmen, aber im S&P 500 sind wir bei den 500 größten und stärksten Unternehmen in der amerikanischen Wirtschaft. Ein Dow Jones ist auch sehr, sehr interessant, aber es sind halt eben nur 30 Werte und die spiegeln halt nicht so ein breites Spektrum wider, wie der S&P das macht. Der Nasdaq ist daher unrelevant, weil der Nasdaq ist ein reiner Tech-Index und der ist tendenziell auch deutlich stärker, weil einige Tech-Unternehmen gerade wirklich noch die Märkte oben halten. Wir haben auch gerade viele, viele Unternehmen wie Amazon, wie Netflix oder wie Apple, die Märkte gerade noch stark halten. Vor allen Dingen Schwergewicht wie Apple schafft es halt, die Märkte stark zu halten oder Amazon oder Netflix, die gerade von der Krise profitieren. Aber ist das wirklich so? Oder sind wirklich einfach nur Privatleute im Markt, das heißt Leute wie du und ich im Markt und der Markt geht deswegen hoch. Und das ist das, was ich vermute, wovon ich schwer von ausgehe. Ich kann es nicht 100% sagen, aber es sieht ganz klar so aus. Und ich erkläre euch jetzt, wie rum. Ich habe jetzt hier erstmal den S&P 500 an. Wir schauen uns gleich auch mal den Dow Jones an. Wir sehen hier beim S&P 500, wir haben hier so Ende Februar hier einen massiven Crash hingenommen. Der ging richtig brutal nach unten und wir waren hier unten schon knapp auf ungefähr 2170 Punkte. Also sind wir richtig schön nach unten geschossen und hier hatten wir ein sehr, sehr hohes Volumen. Jetzt sehen wir aber, die Märkte gehen hier wieder hoch, erholen sich. Man denkt, oh, das war eine kurze Krise, super, jetzt kann ich wieder investieren, jetzt kaufe ich wieder, die Märkte gehen wieder hoch. Da sprechen zwei Punkte dagegen. Punkt 1 ist, wir warten ungefähr 7 Billionen oder waren es 3 Billionen an dem ökonomischen Schaden an der weltweiten Ökonomie. Das heißt, wir erwarten hier einen ganz erheblichen Schaden bei der weltweiten Ökonomie. Das wird uns ganz massiv beeinflussen, die Corona-Krise. Die ganzen Firmen, die Verluste hingenommen haben, die werden jetzt auch ganz, ganz viele Quartalsberichte rausbringen. Und wenn es jetzt nicht in jetzigen Quartalsberichten ist, werden wir es in den übernächsten Quartalsberichten sehen. Jetzt gerade sind wir in der Berichtssaison, da werden einige Großunternehmen reporten. Und dann kommt natürlich noch mit hinzu, dass wir einen ökonomischen Schaden daherziehen würden. Viele Leute haben ihren Job temporär verloren oder haben ihn immer noch verloren, haben nicht mehr das Geld, um so viel Produkte einzukaufen. Die Unternehmen sind geschwächt, weil die große Verluste haben. Das ist alles so ein Rattenschwanz, der ganz viel nach sich zieht. Das spiegelt die Börse gerade noch nicht wider. Normalerweise sagt man immer, okay, die Börse läuft der eigentlichen Wirtschaft so 3 bis 6 Monate voraus. Das ist allerdings in dem Falle nicht so in dem Crash. Da kann man das nicht sagen. Und zwar wird hier gerade sehr irrational gehandelt, weil viele Leute haben gedacht, okay, wir sind so weit runtergesackt, der Markt fängt sich, also nutze ich den Markt zu kaufen. So, das ist aber erstmal nur eine Irreführung, weil wir sehen, das Volumen geht runter und wir sehen, dass viele, viele Privatpersonen kaufen. Also ich vermute aufgrund des geringen Volumens und den steigenden Kursen hier, dass das keine gesunde Aufwärtsbewegung ist, weil ich davon ausgehe, dass es viele Privatleute sind, private Investoren sind oder auch Small Specs, die hier am Kaufen sind.
weil sie quasi in die Irre geführt werden, weil sie denken, ah, der Markt erholt sich wieder. Aber wenn wir so einen realen Crash haben, wie wir ihn jetzt gerade haben, der massive Folgenschäden nach sich zieht, kann so eine Aufwärtskorrektur ökonomisch gesehen gar nicht gesund sein. Das ist quasi nur die Illusion, die die Leute gerade haben. Und warum sind es höchstwahrscheinlich private Investoren? Da gehe ich jetzt auf die COT-Daten. Hier haben wir die COT-Daten, das nennt sich Commitment of Traders. Ich habe jetzt speziell schon mal eine Grafik ausgewählt auf der Wellenreiter-Investseite. Die Grafik reicht, um euch zu erklären. Bei COT-Daten jetzt ins Detail zu gehen, wäre ein bisschen zu weit. Aber wenn ihr mehr über Thema COT-Daten wissen wollt, dann sagt mir das einfach unten in die Kommentare und dann werde ich dazu was schreiben. Ansonsten werde ich nochmal einen Link zum Thema Erklärung COT-Daten verlinken. Und zwar, die COT-Daten ist Commitment of Traders. Das bezieht sich auf Future-Märkte und Optionsmärkte. Daraus kann man aber auch Rückschlüsse ziehen auf die allgemeinen Finanzmärkte. Das heißt, wir haben hier einmal in Blau die Commercials. Das können sowohl Versicherungen sein als auch Broker sein, die ihre Positionen, ihre Zertifikate hedgen müssen. Das heißt, wenn ihr in der Börse Stuttgart ein Zertifikat kauft, müssen diese Broker, diese Bankenhäuser quasi ihr Produkt hedgen an den echten Finanzmärkten, also sprich an den Future-Märkten. Selbst wenn ihr ein Zertifikat kauft, muss dieses Zertifikat, selbst wenn es länger läuft als ein Future-Kontrakt, müssen diese quasi sich hedgen. Also, Commercials sind Hedger, das können Hedgefonds sein, Hedger, das können alles möglich sein, aber das ist nicht relevant für uns. Für uns ist relevant die Large Specs. Warum die Large Specs? Weil das sind die großen Investoren, die große Mengen kaufen und die Large Specs haben meldepflichtige Positionen. Das heißt, die müssen ihre Position melden. Das heißt, das ist der Transparenz der amerikanischen Börse geschuldet. Das heißt, jede Position, die ein Large Spec macht, ist meldepflichtig. Und hier sehen wir ganz klar, wir finden uns bei den COT-Daten in Rot, das sind die Large Specs, also Large Speculators, die Big Fische, der Smart Money, die befinden sich ganz, ganz deutlich unter Null. Und zwar befinden sich gerade bei minus 23.058 Kontrakte. Das habe ich jetzt gerade im Kopf, die Zahl, das kann ich jetzt hier natürlich nicht so im Detail ablesen, aber ich weiß, es sind 23.058 Kontrakte minus. Also kann man durchaus davon ausgehen, dass die Large Specs den Markt eher short sehen. Viele werden mit Sicherheit auch short sein, also quasi Leerverkäufe getätigt haben mit ihren Future oder Optionen, Leerverkäufe gemacht haben. Und das spiegelt das hier wieder. Das heißt, das Open Interest ist weit im Minus bei 23.058 Kontrakten. Das ist das, die Large Specs. Und eins, was man nie machen sollte, ist gegen Large Specs, das heißt gegen das Smart Money, gegen die Big Player arbeiten. So, das sehen wir jetzt aber hier. Das heißt, die Large Specs sehen den Markt sehr, sehr kritisch, obwohl der Markt gerade wieder hochgeht, wie ich euch gerade schon mal zeigte. Hier jetzt mal zurück. Ich mache euch gerne nochmal einen Link zur COT-Daten mit rein. Die sind immer ein bisschen zeitlich delayed, verzögert, 3 Tage. Das heißt, alle Positionen, meldepflichtigen Positionen bis einschließlich Dienstagabend nach Marktschluss werden am Freitagabend rausgehen. Die sind immer 3 Tage delayed, aber das macht nichts. Wir wollen ja langfristig investieren und wollen gucken, dass wir gute Positionen kriegen. Der Markt geht aber gerade hoch und hier sehen wir ein sehr geringes Volumen. Das heißt, wenn jetzt hier keine Big Player investieren, dann ist das Volumen eh geringer. Jetzt sehen wir hier ein kleines Volumen. Das heißt, hier können auch Small Specs oder wie gesagt Privatleute wie wir mit kleinem Volumen den Markt bewegen. Das heißt, wenn wir eine gewisse Masse finden, quasi eine Kettenreaktion, an privaten Leuten denken, ah, der Markt hat sich gefangen, ich kann wieder kaufen, der Crash ist durch, und dann kommen ganz, ganz viele Leute an die Märkte, die kaufen, dann können auch Privatkunden mit einem relativ geringen Volumen den Markt bewegen, während die Large Specs aus dem Markt draußen bleiben. Und das ist das, was momentan passiert. Und dann kommt noch mit hinzu, dass einige Rauchbomben geworfen werden, genau wie hier, dass Trump sagte, Gilead Antiviral, also dieses Medikament gegen Corona, es hat bereits in seinen ersten Test gefloppt. Und Trump sagt, das ist höchstwahrscheinlich, dass das wirken wird. Und da haben schon einige zur Vorsicht geraten. Es hat in den ersten Versuchen massiv gefloppt. Das heißt, Gilead erstmal nicht auf dem Plan haben. Die ersten Versuche haben ganz massiv gefloppt. So, das war die erste Rauchbombe, um die Märkte und die Leute zu beruhigen. Ah, es gibt bald ein Medikament. Und ihr wisst ja, der Trump, der streut ja verschiedene Sachen. Und jetzt wird natürlich auch die Notenbank ganz massiv angeregt, Geld in die Märkte zu pumpen. Das geht aber nur eine gewisse Zeit lang gut. Das heißt, wir haben unsere Marge durch die Notenbanken Geld in die Märkte gepumpt, die letzten Jahre schon massiv ausgenutzt. Das heißt, die Marge, noch viel mehr Geld in die Märkte zu pumpen, ist sehr gering. Das kann man nicht lange und nicht nachhaltig machen, weil sonst könnten wir eventuell sogar eine Hyperinflation kriegen, wie wir sie seit 1929 nicht mehr gesehen haben.
Das ist jetzt sehr schwarz gemalt, aber wir werden auf jeden Fall eine ganz starke Inflation dann sehen können. Desto mehr billiges Geld reingedruckt wird, weil es wird ja gedruckt und gedruckt und gedruckt. Und wir fluten quasi den Markt mit Geld oder sprich zumindest die Fed und die EZB. Das kann natürlich auch einen ganz massiven Nebeneffekt haben. Momentan wird ganz massiv die Märkte geflutet. Das kann auch von temporärer Dauer sein. Das kann nicht nachhaltig sein. So, da sind wir im ersten Teil. So viel zu den Hauptindizes S&P oder Dow Jones. Im Dow Jones sieht die ganze Geschichte ähnlich aus. Ich gehe mal drauf. YM, das ist der Future-Kontrakt vom Dow Jones. Wenn er jetzt ein bisschen schneller reagieren würde, wäre das ganz nett. Reagiert gerade nicht. Okay, will gerade nicht. Nicht dramatisch. So, und jetzt schauen wir uns einfach nochmal Crude Oil an. Hier kommen wir jetzt zu Crude Oil CL. Das ist der Kontraktname von Crude Oil. Irgendwie will das gerade nicht. Mal gucken, was die Internetverbindung sagt. So, ich hatte jetzt mal ganz kurz auf Stopp gedrückt, um mir zu gucken, was mit der Internetleitung ist. Ich habe mich ins falsche WLAN eingewählt, deswegen ging das nicht. Jetzt gehen wir einfach mal auf den YM nochmal ganz kurz. Im YM sieht es anders aus, dass der Dow Future. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Current-Kontrakt. Und da sieht die Geschichte ähnlich aus, wie ich schon sagte. Auch hier erholen sich die Märkte, obwohl wir ein geringeres Volumen haben. Das wollte ich nur mal ganz kurz zeigen. Jetzt kommen wir direkt mal zum Future-Kontrakt. Und zwar gibt es da im Crude Oil verschiedene. Hier gehen wir mal drauf. Wir haben einmal den Current-Kontrakt. Den wollen wir jetzt mal gucken, weil das ist der unter 40 gerutscht. Das ist der Mai-Kontrakt, den wir jetzt hier sehen. Das ist der Mai-Kontrakt, der bis auf minus 40 Dollar gefallen ist. So, und jetzt holen wir erstmal von vorne aus, bevor wir auf den Mai-Kontrakt kommen, weil danach schauen wir uns den Juni-Kontrakt an. Das ist der nächste Kontrakt, der nicht so drastisch aussieht. Und warum ist es dazu gekommen? Also Punkt 1 ist, Trump hat ja damals das Ganze ein bisschen forciert, dass die OPEC sich mit Russland einigt, die Ölproduktionsmengen, die Ölfördermengen zu reduzieren. Weil immer, wenn wir eine sehr, sehr viele Produkte auf dem Markt haben, das heißt, wenn quasi der Markt von Produkten, in dem Falle von Öl, geflutet ist, dann sinken die Preise. Und da die Preise aufgrund der Corona-Krise und der geringen Nachfrage, weil ja keiner reisen konnte, weder zu Ostern noch sonst irgendwas, das heißt, eh schon runtergesackt ist, musste man die Märkte irgendwie stimulieren. Das heißt, man musste die Produktion von Öl zurückfahren, damit nicht mehr so viel Öl auf dem Markt verfügbar ist. Weil wenn weniger verfügbar ist auf dem Markt und sich das der Nachfrage anpasst, dann steigt der Kurs wieder. Das heißt, wenn wir wenig Produkte haben, aber eine erhöhte Nachfrage haben, dann steigt der Preis eines Produktes. Und wenn wir viel Produkt auf dem Markt haben, in Relation zur Nachfrage, dann sinkt der Preis. Und da der Preis eh gesunken ist auf der Krise, hat man die Fördermenge reduziert. Die sind dann auch nach einem ganz schönen Kampf und Deal, die haben da richtig schön gefightet um einen richtigen Deal, sind sich dann einig geworden, auch mit Mexiko, und haben dann Deal gefunden, die Fördermengen von Petroleum zu reduzieren. Und damit war aber noch nicht genug. Man hat gedacht, damit werden sich die Märkte wieder fangen und erholen. Das hat aber dann nicht geklappt, weil dieser aktuelle Kontrakt, der jetzt morgen ausläuft, das ist der Mai-Kontrakt, der sollte normalerweise eine Woche vorher gerollt werden, also ein Rollover. Das heißt, man rollt von einem in den anderen Kontrakt. Das heißt, wenn ihr mehr über Futures wissen wollt, ich packe euch hier unten im Video auch mal einen Link hin, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, dann erkläre ich euch Futures mal en Detail. Das heißt, dieser Kontrakt läuft quasi morgen aus und der konnte eine Woche vorher gerollt werden. Jetzt hatten wir allerdings die Problematik, dass dieser Kurs ganz schön zusammengewachsen ist. Und jeder, der jetzt hier Öl gekauft hat, hat dann versucht, im letzten Moment noch solange das Volumen noch hoch war im aktuellen Kontrakt, seine Kaufposition abzuschaffen. Das heißt, diese Position, die vorher gekauft wurden von einem Ölkontrakt hier, die hat man wieder versucht abzustoßen. Das heißt, es hat eine Kettenreaktion nach sich. Viele waren auch Big Player mit dabei. Das heißt, die ihre Ölpositionen verkauft haben. Und das war dann eine Kettenreaktion. Das heißt, die Position glatt zu stellen, die Kaufposition, kommt natürlich einer Verkaufsposition gleich. Man muss die Position verkaufen. Und somit kam eine Kettenreaktion von sehr, sehr vielen Käufern auf, weil das Rollover zu Verlusten geführt hätte. Und zusätzlich wollte man natürlich auch vermeiden, dass man das Öl physisch geliefert wird. In der Regel wird das nicht gemacht, aber es hätte passieren können. Und weil der Kontrakt verfallen war und das Volumen im Kontrakt natürlich dann auch dementsprechend runtergeht, hat man versucht, diese Kontrakte so früh wie möglich glatt zu stellen, um dann aus diesem Kontrakt rauszukommen. Größtenteils auch mit Verlust, man wollte einfach nur raus. Und durch diese Kettenreaktion sind wir temporär massiv eingesackt auf minus 40 Dollar. Der Markt hat sich dann relativ schnell wieder gefangen. So, und jetzt schauen wir uns den nächsten Kontrakt an. Gehen wir jetzt hier wieder auf CL und schauen wir uns hier im CL einfach mal den nächsten Kontrakt an. Hier haben wir den Juni-Kontrakt. Und wie wir hier sehen, hier kam es nicht zu so einem Preissturz, weil der Kontrakt
bis zum Verfallsdatum noch roundabout einen Monat Zeit hat. Das Volumen ist ja auch gestiegen in dem Kontrakt, weil wir dem Kontrakt gerade näher kommen. Das ist der aktuellste Kontrakt. Und dementsprechend hat sie nicht zu einem Preisverfall geführt. Na klar, kommt der Kurs auch hier runter, aber es hat nicht zu so einem starken Preisverfall geführt. Also so viel erstmal zur Erklärung, was ist an Öl passiert. Ich habe die Chance auch genutzt mit einem CFD-Kontrakt, weil ich möchte das Ding länger halten und wollte jetzt keinen großen Future-Kontrakt holen. Und ich habe mich quasi hier quasi auch eingekauft. Mist, jetzt bin ich nicht verbunden hier mit Pro Realtime. Kann er sich mal wieder verbinden, dann könnte man das hier sehen. Okay, auf jeden Fall ist er gerade nicht verbunden. Nix Verbindung unterbrechen. Ach, keine Ahnung, die Verbindung ist gerade unterbrochen. Ich habe auf jeden Fall hier unten bei 10,30 $, hier unten sieht man es auch hier unten, jetzt unten rechts hier, bei 10,30 $ habe ich einen Ölkontrakt gekauft. Der war zwischenzeitlich schon $800 vorne und läuft gerade ein bisschen gegen mich. Keine Ahnung, warum ich gerade nicht verbunden bin, Internet wahrscheinlich. Und ja, das kann ich auch gerne mit einem Screenshot dann nochmal nachreichen. Ich bin da gerade positioniert mit einem kleinen Kontrakt und ich möchte das auch ganz gerne ziemlich lange halten, am besten bis Jahresende. Deswegen habe ich mich hier im CFD quasi bedient, weil das mir die Möglichkeit gibt, mit sehr geringem Margin mich auch längerfristig an den Ölmärkten zu positionieren, während ich hier sonst immer ein Rollover machen müsste in Future-Kontrakten und natürlich dementsprechend die Margin deutlich höher ist. Aber Hauptsache, ich konnte euch jetzt weiterhelfen, damit ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was passiert gerade an allgemeinen Finanzmärkten und was ist vor allen Dingen im Öl passiert. Und wenn euch das wieder weitergeholfen hat, dann gebt ihm bitte einen Daumen hoch, da wäre ich sehr nett drüber. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr immer informiert seid über ein neues Video. Und wenn ihr Fragen habt, haut mir das unten in die Kommentare. Ansonsten alle weiteren Links zu COT-Daten und zu Futures haue ich euch auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Und wenn ihr Fragen habt oder ein spezielles Video über Futures COT-Daten haben wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann mache ich das gerne. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Sascha.